Und dann habe ich mir vorgenommen, mit euch diese komischen grünen Kobolde hier einmal anzugreifen und, naja, die hoffentlich zu besiegen. Und herzlich willkommen hier wieder einmal bei einer weiteren Folge Clash of Clans. Ja, und zwar habe ich tatsächlich relativ gute Resonanz bekommen von euch, dass ihr das unbedingt sehen wollt und wissen wollt, was ich hier alles wunderschönes, tolles, wunderbares anstelle. Also habe ich mir gedacht gehabt, gibt es tatsächlich ab und an, immer wenn es irgendwas Neues gibt, für euch ein kleines Info-Let's-Playchen. Und ja, was habe ich denn bisher gemacht? Ich habe bisher erstmal... Hol mal uns Gold und Farbe hier, gleich ein bisschen was ab. Soweit meine ganzen hier auf Level 2 gebracht. Mein Goldlager, meine Goldmine, die beiden Kanonen, mein Ausbildungszentrum, aka Kaserne, Elixierlager und das Sammlergedöns. Das einzige, was mir halt noch fehlt, ist das Armeelager. Das Rathaus habe ich auch schon auf Level 2. und ja, ich wollte jetzt meine Errungenschaften natürlich mit euch zusammen, sagen wir es mir so, einsammeln. Und zwar haben wir große Kisten Verbessereien Goldlager auf Level 2. Ja. Aber natürlich schon mal gleich eingesammelt. Dafür kriegen wir hier diese grünen Smaragde. Und irgendwo war noch was gewesen. Genau, das war hier. Lass die Bestie los. Schalte Bogenschützen in der Kaserne frei. Kasine läuft. Ja gut, und das ist eigentlich tatsächlich wirklich bisher das, was ich geschafft habe. Boah, ich bin sogar Level 4. Und ich habe mir gedacht, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt gerade nicht wirklich so viele Typen, dass ich mir hier mal noch ein paar dazu besorge, sagen wir es mal so 10. Und vielleicht schon mal für den Anfang irgendwie so 5 Bogenschützen. Ja, ob das jetzt was wird oder nicht, ist natürlich dann die andere Geschichte. Wir setzen uns das mal frei. Wir haben ja da so ein paar grüne Dinger. Ich glaube, ich hoffe, dass wir da später irgendwie genug von kriegen. Und dann habe ich mir vorgenommen, mit euch diese komischen grünen Kobolde hier einmal anzugreifen und, naja, die hoffentlich zu besiegen. Oh mein Gott. So, wir hauen dann natürlich hier gleich einmal alle 10 rein. Ich hoffe, das funktioniert hier, was ich gerade vorhabe. Ja. Und natürlich die Bogenschützenden auch noch mit hinterher. Das ist aber die Stöhnen, aber ganz schön laut hier, ne? Nein, ich habe es tatsächlich nicht ganz geschafft. Das finde ich gerade voll scheiße. Aber wir holen uns jetzt hier erstmal einmal... Achso, unser Elixier ist voll. schnapp die Kobolde, gewinne 10 Sterne auf der Kampagnenkarte. Belohnung einfordern. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt einmal gucken. Ja, komm. Wir bilden mal noch ein paar Truppen aus. Haben wir mal 20. Schau mal an. Bis 25 können wir sogar... Das Problem an der ganzen Geschichte ist eigentlich nur, dass wir natürlich nicht mehr Platz haben. Das bedeutet also auch tatsächlich, dass wir unser Armeelager mal auf Level 2 auch hochpushen werden. Und ja, nebenbei wollte ich nochmal angucken. Hier, ich könnte ja eigentlich genau diese Felsenfestung nochmal angreifen, was ich natürlich auch tun werde. Wenn dann hier meine ganzen Leute da sind. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich glaube, die Bogenschützenden oder irgendwas habe ich da auf jeden Fall nicht gerade wirklich toll gemacht. So, die sind jetzt alle voll. Wir hauen da jetzt nochmal volle Kanne hinterher und greifen hier die nochmal an. Ich will das letzte Sternchen unbedingt haben. Wenn schon, denn schon gleich alles auf 100%. Ich bin ganz ehrlich, was mich vor allem
interessieren würde, ist tatsächlich, wie das bei euch war. Habt ihr gleich alles irgendwie am Anfang geschafft? Also ich muss wirklich sagen, dass ich es jetzt geschafft habe. Ja, okay. Natürlich habe ich jetzt mein Gold da nicht bekommen und diese Geblübbels, Geblöns auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht. Ob ich mehr bekommen hätte, hätte ich es gleich beim ersten Mal oder so geschafft. Das ist natürlich das, was mich brennend interessieren würde. Habt ihr Tipps für mich? Habt ihr irgendwie was, was ich da tun soll oder vielleicht auch nicht? Ich weiß es noch gar nicht so wirklich. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentaren. Wie gesagt, zwischendurch kommt immer wieder mal ein Let's Playchen raus. Wahrscheinlich am Anfang noch ein bisschen mehr als jetzt im Schlusschen, weil es dauert ja immer alles so ein bisschen. Und ja, mal gucken, was ich hier noch alles so anstellen werde. Und ja, ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Und dann sage ich tschüss, bye und bis zum nächsten Mal.